Domradio. Menschen. Podcast. Meditation und Engagement. Das sind die beiden Eckpfeiler im Leben von Pierre Stutz. Was er darüber zu sagen hat, wollen viele Menschen hören. Pierre Stutz hat über 40 Bücher geschrieben, die in 6 Sprachen übersetzt und von denen mehr als 1 Million Exemplare verkauft worden sind. Auch zu Vorträgen und Kursen strömen die Menschen. Was ist es, das die Menschen suchen und finden, ganz offensichtlich bei Pierre Stutz? Vielleicht, das ist meine Hypothese, dass da einer unbeirrt mit allen Höhen und Tiefen seinen Weg geht. Pierre Stutz ist mit 20 in den Orden der Frères des Écoles Chrétiennes, der christlichen Schulbrüder, eingetreten, gestaltete später in der Abbaye de Fontaine Saint-André ein offenes Kloster, legte nach 17 Jahren sein Priesteramt nieder und widmet sich seitdem ganz dem Schreiben. Tja, und dieses Schreiben ist so erfolgreich, berührt so viele Menschen, dass sie, Pierre Stutz, buchstäblich das halbe Jahr unterwegs sind. Zu Vorträgen, zu Kursen und Veranstaltungen. Trotzdem sind sie heute hier. Das freut mich sehr. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Domradio in der Sendung Menschen ist heute zu Gast Pierre Stutz. Pierre Stutz, unsere Gäste stellen sich selber vor, deswegen bitte. Alter? 63. Beruf? Spiritueller Autor und Begleiter. Berufung im Sinne von, dazu bin ich auf die Welt gekommen. Schreiben, das ist mein heiliges Feuer. Von meinem Vater habe ich? Die Gabe, öffentlich aufzutreten. Meine Mutter hat mir? Den Humor geschenkt. Beide Eltern haben mir vorgelebt, dass das Ethos einer Gemeinschaft sich dadurch auszeichnet, wie es mit den Schwächsten umgeht. Als Kind habe ich immer dann die Achtung vor Lehrern verloren, wenn diese ungerecht waren, unfair mit Mitschülerinnen und Mitschülern. Für andere konnte ich mich wehren, für mich selbst aber nicht, weil eine große Angst vor Liebesentzug. Bei den christlichen Schulbrüdern bin ich eingetreten, um Jugendlichen so diese feurige Kraft des Evangeliums entdecken zu lassen. Theologie wollte ich studieren, weil ich hatte die große Frage nach dem Leiden, nach der Ungerechtigkeit in dieser Welt. In Jerusalem habe ich den Fluchpsalm 35 erforscht und dabei entdeckt, dass es eine gesunde Aggression gibt, wenn Angst so das Bestimmende ist im Leben. Mit 38 Jahren hat mich meine Seele gezwungen, Halt zu machen, 2-jähriges Burnout, ich war nur noch der Schatten meiner selbst. Johannes Tauler hat mich bestärkt. Ja, ich würde sogar sagen, das Leben gerettet. 1992 bin ich zusammengebrochen, weil? Weil ich einfach keine Balance hatte. Ich habe nicht gelernt, gut für mich zu sorgen auch. 2 Jahre lang habe ich gelernt, die Stille als Kraftquelle zu entdecken und dieser Dreiklang selbst, Nächsten, Gottesliebe. Ich wollte mit den christlichen Brüdern oder ich habe mit den christlichen Brüdern ein offenes Kloster gegründet, weil? Das war so ein Bubentraum, ein Kloster mit Kindern, mit Familien, mit Singles, mit Ordensleuten, Priestern. Neben meinem Computer lag lange Zeit eine Karte. Ich kann mich wehren. Weil? Warum lag die da? Weil ich das gebraucht habe. Wenn etwas zu wenig integriert ist im Leben, dann brauche ich Rituale, Unterstützung. 2002 war die Zeit für meinen Coming-out-Brief gekommen. Da? Weil? Ja, da war nochmal ein Schrei meiner Seele, werde authentisch, werde wirklich der du bist. Als ich mein Priesteramt niedergelegt habe, obwohl ich mich so sehr zum Priester berufen fühle, war das? Das war eine unglaubliche Geburt, das war Angst, aber die Hoffnung, befreit Auferstehung zu erfahren. Schreiben ist für mich Beten, weil? Ja, da kann ich mich ordnen, da kann ich das Schöne, das Widersprüchliche irgendwie zusammenbringen und eine göttliche Spur entdecken. Wut ist? Das kann eine Kraftquelle sein.
Wut auf dem spirituellen Leben ist? Ist eine Ermutigung, eben zu merken, was ist der tiefere Grund dieses Gefühls und wie kann ich es konstruktiv einbringen? Dinge aus seinem eigenen Leben, aus das persönliche Leben zu veröffentlichen, heißt? Boah, das ist eine Gratwanderung. Das ist immer wieder, ich möchte Mut machen, dass man am Schweren wachsen und reifen kann. Und das geht nur über meine persönliche Erfahrung auch. Gott ist? Eine heilende Kraft. Wir haben viel Zeit jetzt dafür, was Gott ist und auch noch ist und sein kann. Domradio Menschen. Zu Gast ist heute Pierre Stutz. Er ist Autor, Bestsellerautor, Theologe. Pierre Stutz, Sie haben schon so viele Bücher geschrieben, Sie haben so viel Erfahrung und Übung. Aber vor dem Thema Ihres neuen Buches, es heißt Lass dich nicht im Stich und im Untertitel Die spirituelle Botschaft von Ärger, Zorn und Wut, da haben Sie ganz lange, sind Sie da im Kreis drumherum gelaufen und haben gezögert. Warum? Was hat gemacht, dass das 41. Buch, so, dass Sie da so lange rumgelaufen sind? Ja, es war einfach noch nicht reif. Und für mich ist Schreiben schon auf den inneren Impuls warten. Das ist natürlich Arbeit, ich setze mich mit dem Thema auseinander. Aber es ist für mich auch ein spirituelles Ereignis. Und da kann ich und will auch nicht nur vom Kopf her entscheiden. Und der Grund ist, ich habe mir Wut lange Zeit verboten im Leben. Ich wollte nicht die Mecker- und Nörgelkultur in unserer Welt verstärken. Ich leide darunter, weil ich jemand bin, der das Positive in den Vordergrund hebt. Mhm. Und dann diese ganze Gewalteskalation, die ja immer mehr zugenommen hat. Mhm. Und da war für mich wirklich... Oder nur in unserer Wahrnehmung immer mehr zugenommen hat, ja. Weil es gibt so viele Orte auf der Erde, wo schon so lange die Gewalt eskaliert, ja. Nur bei uns gibt es mehr der, ja, Gewalt und plötzlich reden wir davon, dass die Welt sich ändert, nur unsere Welt ändert sich. Mhm. Ja, also, das ist ganz wichtig, Ihre Ergänzung, was ich auch immer wieder betone, es sind 35 Kriege weltweit und jetzt ist halt näher geraten bei uns und... Sie schreiben in Ihrem Buch, Ärger darf weder vernachlässigt werden, noch ungehemmt ausgelebt werden. Das hört sich ein bisschen kompliziert an, weil man darf das eine nicht, das andere nicht. Wann wird Ärger denn konstruktiv? Also ich will damit sagen, das ist natürlich, je mehr eine Vertrauensebene ist in einer Beziehung in der Familie, da explodiert man auch und da darf Ärger auch sein. Aber die Grundhaltung wäre schon, was ich auch in der gewaltfreien Kommunikation jetzt sehr inspirierend entdeckt habe, dass ich zuerst bei mir den Grund suche. Der Ärger hat ja einen Grund. Und bevor ich da jemanden anderen mit Schuldzuweisungen überhäufe, den Mut habe, also ganz konkret mal tief durchzuatmen, mal zu stampfen, sagen, hallo, was passiert jetzt mit mir? Und das ist möglich, auch mitten im Trubel, des Alltags. Also einfach ein bisschen, also den Ärger weder zu sagen, der darf nicht sein, aber auch nicht einfach, ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken, immer nur rot zu sehen und den anderen irgendwas um die Ohren zu hauen. Da so ein Grad dazwischen finden. Ja, genau. Und da eben, ich kann ja immer dann nur von mir ausgehen, wenn ich ein Buch schreibe, ich brauchte jahrelang, um mir das zu erlauben, weil in der christlichen Tradition, Sozialisation, war das schon sehr lange verpönt. Es ist, oder allgemein würden viele sagen, Aufgabe von Religion ist doch Frieden zu stiften, genau. Versöhnung, Vertrauen, Liebe. Mhm. Ja, die entscheidende Frage ist, was ist echter Friede? Es gibt ja nichts Schlimmeres als falsche Versöhnlichkeit. Ah, das merkt jeder. Man lächelt sich gequält an und in Wirklichkeit fliegen die Messer durch die Luft. Genau, ja. Sie haben Ihren eigenen Ärger, Ihre eigene Wut aus vielen guten Gründen, da kommen wir später in der Sendung noch genauer drauf, vernachlässigt. Also warum Sie das vernachlässigt haben. Aber Sie haben einen hohen Preis für die Vernachlässigung bezahlt. Sie haben mit Depressionen bezahlt. Ja, also ich habe also in meiner Zeit als Jugendpfarrer, ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft ich pro Woche erbrochen habe.
weil ich all das in mich hineingefressen habe. Und das kann ja wirklich kein spiritueller Weg sein, Raubbau zu betreiben mit meinem Leib. Und dann hat sich eben immer mehr kristallisiert, weil es in meinem Leben streng verboten war, aggressiv zu sein, wurde ich immer depressiver. Und darum ist mir der Titel des Buches so wichtig: Lass dich nicht im Stich. Sei auch gut mit dir, nimm dich ernst und entdeck auch in diesen verschlungenen Wegen, in was immer du fühlst, entdeck da eine heilende Spur, eine göttliche Spur. Sie sind dieser Spur gefolgt und Sie haben, am Anfang haben wir schon darüber gesprochen, dass dieses Schreiben immer auch heißt, dass Sie über sich schreiben. Sie erzählen in dem Buch, dass Sie die Wut, die Sie zu Lebzeiten Ihrem Vater gegenüber nie haben ausdrücken können, das später doch noch gemacht haben. Und ich lese das als eine Ermutigung, dass es einfach nie zu spät ist. Nie. Egal wie alt man ist, egal wie lange es her ist, es ist nie zu spät. Auch wenn der andere schon tot ist, es ist nie zu spät. Auf jeden Fall. Versöhnung ist immer möglich. Für mich ist das eine ganz entscheidende Erfahrung in meinem Leben, dass ich nach dem Tod meines Papas ihm sagen konnte, was mir gefehlt hat, und dann gemerkt habe, wow, unsere Beziehung ist ja viel mehr als all die unausgesprochenen Konflikte. Und sein Leben ist viel mehr, mein Leben ist viel mehr. Und darum mache ich auch Mut, dass Trauer und Wut, das sind Zwillingsschwestern. Echte Trauerarbeit, die hat immer auch mit versöhnender Wutarbeit zu tun. Ist es nicht interessant, dass es so wichtig ist, diesen einen Schritt zu gehen, die Wut zu fühlen, und dann erst merken kann, was da noch alles sonst ist? Dass die Wut, wenn man sie nicht lebt, einfach den Zugang zu so Schätzen versperrt. Genau. Die Tradition spricht ja von heiligem Zorn. Ja. Zorn ist ja eine der 7 Todsünden, das ist klar. Aber es soll da eben eine Spur geben, die mit heiligem Zorn ausgedrückt wird. Und ich schreibe dann das gerne weiter, weil ich halt immer wieder neue Worte suche für das Unsagbare. Ich spreche dann gerne von heilendem Zorn. Wo hat der Zorn, wenn wir ihn miteinander angehen, wo ist da was Heilendes? Wo kann unsere Beziehungsqualität wachsen? Und das gilt natürlich auch in gesellschaftlichen Zusammenhängen. Wo ist es wichtig? Da sind mir die Psalmen seit immer Wegbegleiter. Wo ist es wichtig, dass wir unsere Stimme erheben? Dass wir sagen, unsere Welt kann gerechter werden, sie kann zärtlicher werden. Und dazu braucht es beherzte Frauen und Männer. Sie erzählen in dem Buch, dass es vielleicht einfach, auch gerade wie Sie gerade sprechen, ein gutes Beispiel dafür, dass wie Ihre Bücher sind oder wie Sie auch sind, denn lass dich nicht im Stich, also Ärger, Wut, Zorn, man könnte ja denken, das ist ein Lebenshilfebuch. Ist es natürlich auch, aber es bleibt dabei ja nicht stehen. Also sie bleiben nicht bei dem Wut und bei dem Vater und dem Grab und dieser Dimension des Lebens stehen, sondern es ist immer die andere Dimension mit dabei. Und von diesem heiligen Zorn, der zu heilendem Zorn bei Ihnen wird, erzählen die von Jakob, von Hios und auch von Jesus in Ihrem Buch. Ja, ich brauche da immer Verbündete. Das ist für mich so meine Art, das Leben zu durchschreiten, mich selber ernst nehmen, in mich zu gehen und zugleich mich inspirieren zu lassen. Und da kann es nicht genug weit sein. Dann gehe ich in meine Wurzeln, in meine jüdisch-christlichen Wurzeln, in die heiligen Bücher, das Erste Testament, das Zweite. Aber ich lasse mich auch gerne von Kinofilmen inspirieren, von Musik, von Romanen. Gottes Geist weht, wo sie will. Das ist unaufhaltsam. Die Sendung Menschen. Heute mit Pierre Stutz. Sie sind als 4. und jüngstes Kind in Häglingen im Schweizer Kanton Aargau geboren. Und Pierre Stutz, am Tag Ihrer Geburt ist Ihr Vater Bürgermeister geworden. Sie sind noch keinen Tag alt und dennoch ist mit diesem kleinen Satz schon ganz viel Wesentliches über Ihre Kindheit gesagt, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich, war natürlich eine große Freude in unserer Familie. Meine 3 Elterngeschwister, meine Mama. Und ich habe ja da, das sehe ich heute, ganz versöhnt. Ich habe da ganz viel Kraft mitbekommen. Eben dieses Mitgefühl, dieses soziale Bewusstsein. Wir können nur
überleben, wenn wir gemeinschaftlich unterwegs sind, wenn eine Vielfalt so in der Verschiedenheit sein kann. Was mich aber wirklich krank gemacht hat, und ich arbeite da heute noch daran, bin ja jetzt eben schon älter geworden, ich kann das nur mit Humor sagen, meine Eltern, Dorfeltern, und das heißt, fünfmal täglich, 3 Löffel mindestens, was denken die anderen? Ja. Also dieses Außengerichtetsein, und das ist einer der Gründe meines Burnouts dann. Und die andere Seite habe ich ja schon erzählt, da liegt drin, hinzugucken, wie geht's den Kleinen, wie geht's denen, die da im Schatten sind. Und dieses Ethos, also das haben Sie im Fragebogen, so erinnere ich das, gesagt, das Ethos, dass eine Gemeinschaft sich daran entscheidet, wie sie mit den Schwächsten umgeht. Genau, ja. Das habe ich von meinen Eltern mitbekommen und auch von unserer ganzen Familie. Und das, was mich eher belastet hat, mein älterer Bruder, der war ja der Erste, der konnte ganz locker damit umgehen. Und ich als Jüngster, erstaunlicherweise, ich habe mich dagegen gewehrt, gegen dieses immer, was denken die anderen, aber ich habe es doch sehr internalisiert, und es hat mich einfach krank gemacht. Ja, ich muss gerade daran denken, es ist ja egal, wie groß oder wie klein eine Welt ist, ich muss an den jüngsten Sohn von Donald Trump denken, der immer der in der ganzen Welt durch alle Medien gezogen wird. Das ist dieser Blick von außen. Und in ihrer Dorfwelt mit dem Bürgermeistervater war das eben die ganze Welt. Da guckt man den Jüngsten an. Also von den anderen Kindern wird nicht so viel erzählt wie von dem Jüngsten, der da so verloren bei der Präsidentschaftsweihe dabei war. Ja. So, also es ist einfach nochmal eine Sonderrolle, wenn das der Kleine ist, der da in Dorfwelt ist die ganze Welt. Ob das jetzt die ganze große Welt oder die ganze kleine Welt ist egal. Für Kinder ist es die ganze Welt. Genau, ja. Also von daher ist es ja einfach, glaube ich, mal nochmal was anderes als bei dem großen Bruder. Ja. Und das ist ja ein Thema, was bis heute viele Menschen beschäftigt. Eben zu wenig den Mut haben, in sich zu gehen und immer außen Erlaubnis warten, was man eigentlich schon ganz klar spürt, was man merkt, das ist eigentlich meines. Und der Mut fehlt, Zivilcourage fehlt. Das sind ja Lebensthemen, die ich aufgrund meines Leidensdruckes und meiner Kraft in meinen Büchern entfalte. Gerechtigkeit war von Anfang an ein Thema. Als Junge haben Sie schon versucht, Ungerechtigkeit auszugleichen. Aber dann, wenn es um andere geht, in Ihrem neuen Buch, erzählen Sie ein Erlebnis aus Ihrer Kindheit, dass sie nicht nur vor der Welt, sondern auch ihr halbes Leben lang vor sich selbst verschlossen haben. Es geht um sexuelle Gewalt, die sie als kleiner Junge von einem sehr freundlichen, sehr zugewandten, netten Menschen aus der Gemeinde erfahren haben. Was hat gemacht, dass sie das jetzt auf eine sehr persönliche, dezente Art veröffentlicht haben? Ja, das gehört eben zu meinem Schreiben, dass ich da nicht frei entscheiden kann beim Entfalten dieses Thema. Warum war ich sehr oft wie verpanzert in meinem Leben bis zum 38. Lebensjahr? Und das ist eben einer der Gründe, dass ich da als kleiner, kommunikativer, froher Junge außerhalb von Kirche, Dorf, Familie grausame sexuelle Gewalt erfahren habe. Und ich hatte keine andere Möglichkeit, als aus meinem Körper hinauszusteigen. Und was ich selber bis heute verstehe oder eben nicht verstehe, nach kurzer Zeit konnte ich nur durch Verdrängen überleben. Ich wusste das nicht mehr nach kurzer Zeit, weil das war so grausam. Und erst mit 38 Jahren ist mir das wieder bewusst geworden in diesem Zusammenbruch, weil das schon immer so wie eine Zeitbombe in mir war. Und da hat eben die Wut mir dann geholfen, heilend unterwegs zu sein. Und ich veröffentliche es heute, weil ich es eben als meine Lebensaufgabe empfinde, anderen Mut zu machen, nicht in der Opferrolle stecken zu bleiben. Darum bin ich auch leidenschaftlich gerne Christ, weil ich einfach sage, wir können an durchkreuzten Plänen, können wir wachsen und reifen. Wir können daran zerbrechen. Ich kenne zu viele, die durch Suizid gestorben sind. Aber unsere Lebensaufgabe ist wirklich, mit unserem ganzen Sein
einander Mut zu machen, dass wir am Schweren wachsen und reifen können. Sie haben als Jugendlicher das Institut Catholique, eine Schule der Frères des Écoles Chrétiennes, der christlichen Schulbrüder, besucht. Und dann sind Sie in den Orden dieser Brüder gleich eingetreten. Und darüber sprechen wir gleich. Domradio. Menschen. Unser Gast heute ist der Theologe und Bestsellerautor Pierre Stutz aus der Schweiz. Pierre Stutz, Sie haben schon als Teenager in sich die Liebe zu Gott und zu einem Leben ganz nah mit Gott gefunden. Und Sie sind dann auch in den Orden der christlichen Schulbrüder, der Frères des Écoles Chrétiennes, eingetreten. Fangen wir damit mal an. In Deutschland ist der nicht so bekannt. Was ist das für ein Orden? Das ist so einer der großen französischen Lehrerorden. Der Jean-Baptiste de La Salle hat ihn im 17. Jahrhundert gegründet, damit Kinder und Jugendliche, die nicht in die Schule konnten, und das war so eine Mehrheit, dass die für mich sehr, sehr visionär, dass die zuerst schreiben und lesen sollen. Mhm. Nur so ist dann auch das Reden von Gott glaubwürdig. Mhm. Dass man sie nicht vertröstet auf etwas, sondern ihnen jetzt schon Möglichkeit gibt, was ich so Kräfteschulung nennen würde. Dieser Orden hat auch die Schule geführt, die Sie selber besucht haben als Jugendlicher. Ich schätze, dass Sie gute Erfahrungen gemacht haben, wenn Sie dann eingetreten sind, oder? Ja, auf jeden Fall. Oder ich war ja in der Pubertät ein fauler Hund. Französisch war, ich hasste diese Sprache. Ach. Meine Eltern haben mich dann Mais c'est beau, le français c'est beau. Das Französisch ist so schön. Es ist dann zu meiner Glückssprache geworden. Meine Eltern, die haben mich angemeldet. Stellen Sie sich mal das vor, 18 Stunden Französisch pro Woche. Sehr schön. Die Sprache, die ich hasste, und ich bin da angekommen, April 1968, mit anderen 179 männlich pubertierenden Jugendlichen, Fein. Die alle Französisch hassten. Das war eine Fein. Weltuntergangsstimmung. Und dann sind zwei kleine Erlebnisse, die bis heute nachhaltig wirken. Dann war der Präfekt, also ein Ordensbruder, und wir mussten uns der Größe nach im Hof einreihen für die Sonntagsmesse. Also der Größte, die waren hinten, ich war ganz vorne, 180. Und dann fragte er doch als Vorbereitung für den Sonntagsgottesdienst, wer spielt Schlagzeug? Wer spielt elektrische Gitarre? Ich möchte eine Band gründen, sagt der Präfekt. Und das zweite Erlebnis, unglaublich bis heute nachwirkend, erste Religionsunterrichtsstunde und ein Ordensbruder sagt, wir werden im Religionsunterricht Filme anschauen. Ach. Wir gehen ins Kino, ins Stadtkino. 1968. Und wir suchen den Bezug zum eigenen Leben und zum Lebensbruder in Nazareth. Und seither gehe ich 2 bis 3 Mal pro Monat ins Kino. Und das ist für mich auch eine spirituelle Erfahrung, kann Kino auch sein. Das habe ich da als 16-Jähriger entdeckt. Man kann gerne zur Schule gehen, auch als Testosteronmonster mit 179 anderen Testosteronmonstern und trotzdem sagen, danke, tolle Schulzeit gewesen, jetzt mache ich was anderes. Sie haben gesagt, danke, tolle Schulzeit gewesen, ich will mit bei euch mitmachen. Warum? Ja, genau. Ja, weil ich da habe ich auch die Bibel kennengelernt, da habe ich eben lebendigen Glauben kennengelernt, der im Alltag verankert war. Und ich habe Französisch ist zu meiner Glückssprache geworden und das war dann der Hammer für meine Eltern, dass ich gesagt habe, ihr habt mich da zum Glück gezwungen, ich komme nicht zurück. Ich möchte Abitur auf Französisch machen, ich möchte mit 20 eintreten in diesen Orden. Das war so die Aufbruchstimmung nach dem Zweiten Vatikanum und ich bereue das keine Sekunde. Das war einfach eigene Erfahrung. Und ich wollte das anderen Jugendlichen auch ermöglichen, dass sie eben spüren, was mir bis heute wichtig ist, dass das Glaube, dass das Lebenshilfe ist, dass das eben nicht getrennt sein soll, auch von Lebensfreude und von Kreativität und von Sport und was immer.
Das hat sich alles ein bisschen bilderbuchmäßig weiterentwickelt. Sie haben Theologie studiert, sind zum Priester geweiht worden, waren Jugendseelsorger, Dozent am Katechetischen Institut in Luzern, haben eine Zusatzausbildung in sozialtherapeutischem Rollenspiel gemacht. Das liest sich alles so perfekt. Und doch kam dann ein großer, schwerer Zusammenbruch. Den haben wir ja schon gestreift, den gucken wir gleich genauer an. Und vorher hören wir den Text, den Sie uns mitgebracht haben. Du bist der Grund meiner Hoffnung. Du lebst als tiefes Geheimnis in mir. Kommen auch Tage des Zweifels, der Ungewissheit, wo vieles wie eine große Lebenslüge erscheint, so versuche ich vertrauensvoll zugrunde zu gehen. Weil du mich durch diese Verunsicherung zur Quelle des Lebens führen wirst, damit in mir auch Schwäche und Ohnmacht leben dürfen. So wird mir nichts mehr fehlen und ich finde neue Geborgenheit in dir. Ein Text von Pierre Stutz. Domradio. Menschen. Am Mikrofon ist Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Pierre Stutz, Bestsellerautor und Theologe. Einen Text von sich selbst haben Sie uns mitgebracht. Grund meiner Hoffnung heißt er und unten drunter steht nach Psalm 23. Warum haben Sie den ausgesucht? Ja, ich mag dieses Gebet. Das ist so eine Aktualisierung des Psalmes 23. Ich habe da den einen Vers genommen aus dem biblischen Psalm, so wird mir nichts mehr fehlen. Und ich habe ihn dann eben in mein Leben hineingewoben, diese Hoffnung, Gott zu erfahren als Grund des Vertrauens, der mir ermöglicht, eben zugrunde zu gehen. Dieses Zugrunde ist ja der Dreh- und Angelpunkt da drin. Wenn ich das lese, das ist, glaube ich, wichtig, dann sehe ich, kleingeschrieben zu und großgeschrieben Grunde. Also dann sehe ich, dass ich runtertauche und auf den Grund tauche. Wenn ich das aber nur höre, dann höre ich ja vertrauensvoll zugrunde zu gehen. Und zugrunde gehen ist sterben. Ich kann mir nicht denken, dass diese Doppelwürdigkeit nicht gewollt ist. Auf jeden Fall. Das war meine große Entdeckung, dass ich in meiner verzweifelten Zeit im Burnout habe ich seitenweise in mein Tagebuch geschrieben, ich gehe zugrunde. Ich halte es nicht mehr aus. Ich weiß noch ein, noch aus. Und dann stolpere ich über diese drei Worte beim Dominikanermönchen Johannes Tauler, Weggefährte von Meister Eckhart, in Straßburg gelebt. Und der verwendet diese drei Worte, das war für mich so dieses unglaubliche Befreiungserlebnis, in einer lebensfördernden Kraft. Er sagt, kann das dein Weg zum Vertrauen sein, dass du deiner Angst vor Liebesentzug auf den Grund gehst. Also für ihn als christlicher Mönch ist Tod und Auferstehung ist dieser existenzielle Prozess zugrunde gehen, was immer dich hindert, was immer dich lähmt, geh dem auf den Grund und vertraue, das wäre Auferstehung, du wirst einer neuen Lebensqualität entgegengeführt. So haben Sie es erlebt. Genau. Das erzählen wir gleich. Domradio. Menschen. Grund meiner Hoffnung, Pierre Stutz, so haben Sie den Text genannt, den Sie uns mitgenommen haben. Und ich nehme das jetzt nochmal auf, weil ich habe am Ende gesagt, da geht es darum, vertrauensvoll zugrunde zu gehen in der doppelten Bedeutung. Vertrauensvoll zugrunde zu gehen, zu sterben wie das Weizenkorn und vertrauensvoll auf den Grund zu tauchen. Das mussten Sie. Sie hatten keine Wahl 1992. Ich habe eben von dieser Bilderbuchkarriere erzählt, was Sie nach dem Eintritt in den Orden, sind Sie Jugendseelsorger geworden, Sie haben tolle Zusatzausbildungen gemacht, Sie sind zum Priester geweiht worden, Sie haben alles gemacht, Sie waren Dozent und alles war eigentlich wunderbar, uneigentlich aber gar nicht. 1992 hatten Sie einen schweren Zusammenbruch und es sollte zwei lange Jahre dauern, bis Sie sich wirklich wieder der Welt zuwenden konnten. In diesen zwei Jahren, da kam dieses zugrunde gehen und sich auf den Grund gehen. Was ist denn passiert? Es
begann so mit einer Schlaflosigkeit und es war dann eine wochenlange Schlaflosigkeit. Es war so eben alles, was ich mir sehr krampfhaft vom Willen her, ich möchte meinen Willen nicht missen, aber was ich mir zu krampfhaft aufgebaut habe, das ist wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Und ich war der Schatten meiner selbst und ich... Alles, das war so unglaublich schwer, alles, was bis dahin getragen hatte, auch Gebete, die waren auf einmal wie nicht mehr abrufbar. Ich war so wie im freien Fall und da bin ich über eben mystische Texte. Und wussten wahrscheinlich, wenn ich da einhaken darf, erstmal auch gar nicht, was ihnen passiert, wie ihnen geschieht. Das ist ja wie ein Unglück, was über einen hereinbricht. Ja, das war wirklich ein Zusammenbruch. Und zugleich habe ich geahnt, dass heute kann ich das Gnade nennen, das steht jetzt an. Mhm. Es geht darum, eben auch lernen, mit mir selber in einem Raum zu sein. Blaise Pascal sagt das so wunderbar. Mhm. Das Unglück des Menschen beginnt damit, dass er nicht mit sich selbst in einem Raum sein kann. Mhm. Und das war so das Entdecken der Stille, die mir immer schon wichtig war, aber die auch bedrohlich war für mich. Es war eben dann das Einholen dieser Gewalt in der Kindheit, dass ich das integrieren musste in mein Leben, weil vorher bin ich ja, war ja das total verdrängt. Das kam als Erinnerung. Ja. Mhm. Und es war dann natürlich ganz stark, dass ich mich meiner sexuellen Orientierung stellen durfte. Ich habe das auch einfach, ich wollte das nicht wahrhaben, dass ich als homosexueller Mensch geschaffen wurde. Und das war, ich wollte nicht zu dieser Minderheit gehören. Mhm. Und das war, alles hat sich da zusammengebraut und ich hatte Gott sei Dank wunderbare Begleiterin, ein Benediktinermönch, der mich wirklich sehr weise durch diese dunklen Schluchten begleitet hat und eine Atemtherapeutin, weil um das ging es eigentlich auch. Ich habe gemerkt, ich bis zu meinem 38. Lebensjahr habe ich nur bis in den Brustraum geatmet. Ja, wo hätte ich die Zeit hernehmen sollen, bis in den Bauch zu atmen? Das war dieses kurze, lebendige, bis dann der Körper, für mich die Seele, die schreit durch den Körper und sagt, so nicht, du bist nicht auf der Welt, um so kurzatmig durchs Leben zu hetzen. Und da hatte ich sie eben gestoppt, aber genau in diese Zeit hinein kamen dann eben auch die mystischen Texte. Ja, genau. Und dann bin ich, das war für mich wirklich eine absolute Offenbarung, da bin ich Teresa von Avila begegnet, dieser wunderbare Satz in ihrer inneren Burg, das ich schon 5-mal gelesen habe, obwohl das so sperrige Texte sind. Kann es etwas Schlimmeres geben, als sich im eigenen Haus nicht mehr zurechtzufinden? Da habe ich gemerkt, dass, so sagt es Teresa, so sagt es Edith Stein, alle diese großen Frauen und Männer, Gottes Erkenntnis ist ohne Selbsterkenntnis nicht möglich. Du kannst Gott nicht als tiefen Hoffnungsgrund erfahren, wenn du nicht den Mut hast, dich selbst zu werden, so zu werden, wie du von Anfang an gemeint bist, Abbild Gottes. Und das hat in diesen Jahren angefangen. Am Ende dieser 2 Jahre fing ein neuer Lebensabschnitt für sie an, denn sie haben zusammen mit ihren Ordensbrüdern ein offenes Kloster geschaffen. Das erzählen wir gleich. Pierre Stutz zu Gast heute in unserer Sendung Menschen. Ich bin ganz glücklich, muss das nochmal sagen, und dankbar, dass Sie eigentlich ja in der Schweiz wohnen und trotzdem auf Ihren Wegen durch Deutschland zu Ihren Vorträgen das Domradio eingebaut haben. Danke dafür. Wir auf Ihrer Lebensreise kommen wir in der Abtei Fontaine Saint-André an. Saint-André ist ein offenes Kloster, was sie zusammen mit ihren Brüdern gegründet haben. Also nicht etwa irgendwie so freischaffend, freifliegend, sondern zusammen mit denen. Und sie haben im Fragebogen schon gesagt, das war ein Bubentraum. Ich wollte ein Kloster, wo es alles gibt, wo es Kinder gibt, Familien gibt, Männer, Frauen, Singles. Was war das für ein Traum?
Ja, das war irgendwie, hat mich das immer fasziniert, eben das Zusammenleben ganz verschiedener Menschen, ist das überhaupt möglich? Und dann, nach diesem zweijährigen Burnout, habe ich gemerkt, da ist ein leeres Kloster oberhalb der Stadt Neuchâtel, also im Schweizer Jura, ehemaliges Prämozertenserkloster. Mhm. Und ich war ja da eben völlig wieder neu an mich orientieren, wieder ganz klein anfangen. Und dann ist mir das zugefallen, dass dann der Provinzial in Paris gesagt hat, ja, wenn Sie sich das zutrauen, wenn Sie Menschen kennen, wir stellen Ihnen das zur Verfügung. Nur, das war die große Hypothek, Sie dürfen auch für den Unterhalt aufkommen. Und das war eigentlich von Anfang an klar, dass das geht nicht. Mhm. Und es hat dann doch 20 Jahre funktioniert. Und die Idee war eben, ganz verschiedene Menschen, also im Kernteam waren wir dann so 14. Der Jüngste, der war da frisch auf der Welt. Das war für mich einfach toll. 3 Monate alt. Mhm. Und der älteste Ordensbruder, der war 77 so in etwa. Mhm. Und da haben wir versucht, miteinander zu leben, natürlich Gäste zu empfangen. Und mir war ganz wichtig, alle, die da tätig sind, also jetzt auch ich als Mitbegründer, wir machen alle Hausarbeiten, Gartenarbeiten, auch der Koch gestaltet Gebete, also dass diese Trennung von eben Gebet und Arbeit, dass die aufgehoben wird, das was ist ja das, klösterlich ist. Wollte ich gerade sagen, das ist ja das offene Kloster. Also ich meine, das hat ja in der, jeder Mönch hat irgendeine Aufgabe und so haben sie es auch gemacht. Genau. 20 Jahre, es ist gut gegangen. Ja, genau. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe im Internet, dann Fontaine heißt ja Quelle, dann gibt es da auch eine echte Quelle auf dem Areal. Ja, das war der Ursprung, da warum die Mönche im 12. Jahrhundert dahin gekommen sind. Und das ist wirklich ein Kraftort. Und darum sind dann ganz viele Menschen in Umbruchssituationen, weil sie eben gehört haben von meinem Zusammenbruch, von meiner Auferstehung in diesem Sinn. Und das ist eigentlich das, was uns da verbunden hat, auch im Kernteam. Das waren alles Leute, die irgendwie so sehr oft in der Mitte des Lebens sowie eine Bruchstelle hatten. Und wie sagten, jetzt will ich da nochmal genauer hingucken. Ist denn dieser Quellenort, also hat das funktioniert für Sie, dass es für Sie eine Quelle war? Oder dass es die Quelle war, dass Sie da anwachsen konnten, diesmal nicht verpanzert, sondern diesmal mit einer Quelle in ihnen? Auf jeden Fall. Da ist auch meine Schreibquelle aufgebrochen, weil ich habe ja bis 38 Jahren habe ich auf Erlaubnis gewartet. Ich bin so sozialisiert worden, ich kann doch nicht kommen und sagen, der liebe Gott hat mir eine Gabe geschenkt. Sondern ich muss warten, bis jemand von außen, da sind wir wieder drin in diesem Spiel. Mhm. Und als ich dann eben in Dialog getreten bin mit diesen mystischen Frauen und Männern, dann war mir ganz klar, also nach 2 Jahren war mir ganz klar, es gibt nur ein Mensch auf dieser Welt, der dir das erlauben kann, und das bist du. Und seither bin ich schreibend unterwegs und konnte mein Schreiben, das war mir ganz wichtig, in Verbindung bringen mit den Fragen, mit den Nöten der Menschen. Und mit ihren eigenen Nöten, denn wer sich so auf das Schreiben einlässt, es also nicht verzweckt, nicht funktionalisiert, nicht ökonomisiert, sondern sich wirklich auf das Schreiben einlässt, der macht mitunter Erfahrungen. Sie haben das auch 2002 gemacht, dann haben Sie nämlich was aufgeschrieben, was Sie eigentlich gar nicht aufschreiben wollten, unbedingt. Ja. Also da kam wieder diese ganz innere Not, dass ich gespürt habe, ich darf nicht mehr zölibatär leben. Gott hat was anderes mit mir vor. Und ich bete ja gerne mit den Psalmen. Und im Psalm 139 steht ja eben, du hast mich so wunderbar geschaffen. Und das war eigentlich nochmal ein intensiver Weg des Zugrundegehens, der mich dann eben dazu geführt hat, mein Priesteramt niederzulegen, weil ich hätte das nie machen können, wenn ich das nicht vor anderen und vor Gott und der Welt verantworten könnte. Und durch nochmal ein intensiver, durch das Schreiben bin ich eigentlich nochmal tiefer
zu mir selbst geführt worden und so, wie es heute sagen, zu dieser Aufgabe, dass ich sagen kann, Gott hat mich als schwulen Mann so wunderbar geschaffen. Und meine Aufgabe ist es eben aufzuzeigen, dass ich mit dieser Bruchstelle weiterhin liebend unterwegs sein kann, liebend mit meinem Lebenspartner, aber viel weiter liebend mit den anderen Menschen, mit der Schöpfung, mit den Tieren. Das ist ja unser Auftrag, dass wir Liebende sind. Dieser Brief 2002 hat gemacht, dass Sie jetzt dann tatsächlich auch nichts anderes mehr hatten als das Schreiben, dann auch vom Schreiben leben mussten. Und dann muss man einen neuen Grad gehen, nämlich den, dass man davon leben muss, ohne das Schreiben zu verzwecken und zu verökonomisieren. Das gelingt Ihnen, das erzählen wir gleich. Pierre Stutz ist heute unser Gast in der Sendung Menschen. Ich glaube, ich halte sein 41. Buch gerade in der Hand. Lass dich nicht im Stich, heißt es. Und Pierre Stutz, Sie sind jemand, der immer, 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 immer schon schreiben wollte. Sie haben als Schüler auch schöne Aufsätze geschrieben. Aber Sie haben so sehr darauf gewartet, dass jemand sagt, wow, du schreibst so schöne Aufsätze, irgendwer, der Bürgermeister, Vater, der Lehrer, keine Ahnung wer, und sagt, das ist so eine schöne Gabe Gottes, du musst schreiben. Und Sie haben darauf gewartet, hat keiner gemacht. Ja, genau, so war das. Hab wirklich mit, bis die Seele geschrien hat in diesem Burnout, es geht nicht mehr. Weil ich konnte ja wochenlang nicht mehr schlafen. Das heißt, es drehte sich nur noch, die Gedanken drehten sich. Und Schreiben ist ja für mich eben dieser wunderbare Prozess, wo ich etwas aufs Blatt bringe, wo ich etwas durchdenken kann, wo ich mich zurechtfinden kann im Leben und wo ich immer Ausschau halte nach der göttlichen Spur, so nenne ich das. Darum sage ich, Schreiben ist für mich Beten. Aber ich musste mir das auch leider mühsam erarbeiten. Es ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich bis heute junge Frauen und Männer, wenn ich bei denen so was Künstlerisches spüre, wenn ich jemanden höre, der toll Gitarren spielt, dann unterstütze ich die und sage, ja, mach das und komm, wir gucken mal, wir können mal einen Rundbrief schreiben und fragen, wenn alle 20 Euro geben, dann könntest du mal ein Konzert machen, eine CD machen. Also da hole ich nach, was ich mir eigentlich wirklich gewünscht hätte. Gelächts habe ich noch. Dass jemand sagt, das ist aber doch so schön. Haben es denn noch Ihre Eltern mitbekommen, dass Sie angefangen haben zu schreiben? Nein, leider nicht mehr. Ja, okay. Hat es irgendeiner von damals mitbekommen? Ja, meine ehemaligen Lehrerin, das ist so, im Moment erlebe ich so unglaublich so eine Erntezeit, dass auf einmal Leute kommen, auch so eine ehemalige Schulkollegin, der ich dann immer geholfen hatte, weil sie eben in der Schule so Schwierigkeiten hatte. Und dann sagt sie, du, ja, das war doch schon, du konntest doch das schon. Warum hast du so lange gewartet? Dann sage ich, ja, wem sagst du das? Sie holen das ja alles nach, Sie schreiben sehr viel. Sonst gäbe es ja nicht über 40 Bücher. Gleichzeitig sind Sie sehr, sehr, sehr viel unterwegs. Und schreiben heißt ja nicht verfügbar sein. Unterwegs sein heißt verfügbar sein. Ja. Das sind zwei große Extreme. Und gleichzeitig gibt es ja jetzt, seitdem Sie Ihr Priesteramt niedergelegt haben, auch eine Notwendigkeit, vom Schreiben zu leben. Also wie schaffen Sie das? Dieses Schreiben heißt nicht verfügbar sein. Sonst kann man nämlich nicht schreiben. Man kann schreiben oder leben. Und verfügbar sein, unterwegs sein, Kurse geben, Vorträge halten, Lesungen halten und so weiter. Ja, das war echt nochmal eine harte Lebensschule, da einen Weg zu finden, mir zu sagen, ich lebe vom Schreiben, das heißt, ja, im Klartext, ich kann nicht immer das Gelbe vom Ei schreiben. Ein Chefredaktor, der schreibt jeden Tag eine Kolumne, und zugleich, weil mir das eben auch von Anfang an klar war, ich kann mich da jetzt wieder verlieren. Da habe ich immer so unterschieden, so Auftragsarbeiten, sei es kleine Artikel oder der Verlag bietet mich ein kleines Taschenbuch zu schreiben. Und dann habe ich die Zeit auch begrenzt, weil ich gewusst habe, ich verdiene da vielleicht
maximal 2000 Euro. Mhm. Da kann ich nicht 2 Jahre daran arbeiten. Mhm. Und dann aber all die Jahre, und da bin ich sehr auch stolz auf mich, das habe ich eben bei den Mystikerinnen und Mystikern gelernt. Da bin ich meiner Herzensstimme treu geblieben und habe immer ganz tief gefragt, was sind meine großen Themen? Was sind meine Herzblutbücher? Mhm. Und für die bin ich bereit, jahrelang dran zu bleiben, wie jetzt dieses neue Buch Spirituelle Botschaft von Ärger und Wut. Da 7 Jahre habe ich da auch recherchiert und bin da dran geblieben und ich komme da jetzt eigentlich recht gut so in dieser Balance hin. Von sagen, das ist mein Beruf, das ist Ökonomie erdet auch immer Spiritualität, das ist etwas ganz Wichtiges. Jedes Kloster hat eine Ökonomie, also weil sonst kann man immer in den Ideen bleiben. Das ist ganz einfach, zu was man ideell. Aber das Leben, und das ist auch gut, das finde ich, was Spiritualität soll für mich bodenständig sein, geerdet sein. Und da geht es auch um diese Fragen. Wenn Sie schreiben, dann sagen Sie, es ist für mich zugleich beten, aber Sie schreiben auch ohne die Angst, Sie in Ihrem Buch nennen Sie das so, ohne die Angst vor der Größe zu verlieren, ohne größenwahnsinnig zu werden, ohne die Angst vor der eigenen Kleinheit zu verlieren, ohne sich minderwertig zu fühlen. Dafür stehe ich ein, mit meinem einfachen Dasein und in meiner öffentlichen Aufgabe als spiritueller Autor und Begleiter. Also das ist nicht zu trennen, der Gegenstand, über den Sie schreiben, von dem Gegenstand, der schreibt, also das Objekt, das Subjekt, was schreibt, nicht vom Objekt, nicht von den Lesern. Mhm. Das ist mutig, weil es dann immer auch um sie gibt und weil sie immer ihres preisgeben müssen. Ja, das ist wirklich auch diese Gratwanderung, wie ich das nenne. Ich versuche mich dann immer wieder einzubringen und ich nehme mich wieder zurück, weil noch viel wichtiger ist, dass die Menschen ihrem ureigenen Weg trauen. Und darum erzähle ich von meinem Weg. Und ich unterscheide beim Schreiben auch immer, wenn ich jetzt so eben narrative Texte schreibe, wenn ich andere Leute herbeiziehe, wie jetzt Psychologinnen. Die Fallbeispiele erzählen und so? Ja, wenn ich die dahinter ist dann auch natürlich auch Arbeit, weil ich dann versuche, dem gerecht zu werden. Und so auch in meinem neuen Buch, dann kommen immer sogenannte Gedichte oder meditative Texte. Und die, da ist es am meisten so, dass ich die schreiben lasse. Die entstehen sehr oft auch in der Nacht, dass ich mitten in der Nacht aufstehe und es schreibt. Und an diesen Texten, das wissen auch meine Lektorinnen und dann Lektorin, daran kann eigentlich kaum was geändert werden, weil ich sage, die gehören nicht mir. Da ist etwas durch mich geschrieben worden und das ist für mich etwas vom Schönsten im Leben. Ich nenne das Mystik. Und ich behaupte, alle Menschen kennen das. Es soll sich jetzt niemand blenden lassen von meinem vielen Schreiben. Ich behaupte, jede und jeder von uns kennt im Leben Erfahrungen, wo sie oder er voll da ist und ganz weg. Domradio. Menschen. Eben haben Sie einen wunderschönen Satz gesagt, dass Mystik für alle erfahrbar ist, nämlich immer dann, wenn man voll da ist und ganz weg. Welche Situation meinen Sie mit voll da und ganz weg? Eben, ich habe es erwähnt am Schreiben, wenn es schreibt, aber das können wir weiterführen, wenn es kocht, wenn ich in meinem Element bin, wenn es tanzt, wenn in einem Gespräch auf einmal Raum und Zeit wie aufgehoben erscheinen. Wenn ich eine Person treffe, die ich vor 30 Jahren gesehen habe und wir fahren eigentlich da weiter, wo wir uns das letzte Mal begegnet sind. Das sind so kostbare Momente. Das geschieht hoffentlich auch beim Gottesdienst feiern. Aber das ist eben das Schöne, dass die Mystikerinnen und Mystiker, wenn ich jetzt Meister Eckhart, meinen Freund aus Erfurt nenne, es gibt keinen Ort auf dieser Welt, der nicht zum heiligen Ort werden kann.
Das hat doch Beuys auch schon mit dem Bahnhof genau. So gesagt. ich habe ganz am Anfang der Sendung gesagt, Sie haben so viele Bücher geschrieben, die Menschen lesen die, die kaufen die, die kommen zu Ihnen. Und ich habe eine Hypothese gewagt, dass es daran liegt, dass Sie Ihren Weg gehen, wie Sie ihn gehen, mit allen Höhen und Tiefen und auch wirklich sich selber nicht wie so ein gescheiter, weiser irgendwas außen vor lassen, sondern sich selber immer mit einziehen. Was ist das, was Sie wahrnehmen? Warum kommen die Menschen in Ihre Veranstaltung? Was sagen Sie ihnen zu ihnen in Ihren Büchern? Was merken Sie? Warum werden die Menschen angezogen von dem, was sie zu sagen und zu schreiben haben? Ich empfinde es auch so und höre es oft so, dass immer dieses Authentischsein erwähnt wird, dass ich authentisch sei in dem, was ich sage, und dass ich Suchender bleibe, dass ich eben ein leidenschaftlicher Gottessucher bin, und das heißt für mich ein liebender Versuch zu sein im Leben, und dass ich aber immer wieder sage, da komme ich an meine Grenzen, an meine Zweifeln, das ist nie zu haben, das ist im Werden. Das ist so das eine, was ich sehr oft höre, und das andere, das betrifft jetzt so die letzten Jahre, weil ich innerlich immer mehr befreit werde, wo so gesagt wird, dass sie so eine Tiefe bei mir spüren und zugleich eine Leichtigkeit. Das ist das, was sie sozusagen finden können. Das ist wunderschön, oder? Wenn man das so erzählt bekommt. Ja, das ist für mich, und das gebe ich immer dann zurück an den Himmel. Ich weiß, es ist Arbeit, ich habe meinen Teil dazu getan, aber das ist mehr. Das übersteigt mich und das gebe ich gerne als Dank. Für mich gibt es nichts Schöneres, als x-mal pro Tag Danke sagen zu können. Bei all dem, was schon passiert ist, was frei geworden ist, was ins Leben gekommen ist, wo es aus dem Schatten geklettert ist oder wo der Schatten angeleuchtet worden ist, wie man das auch nennen will, was wünschen Sie sich noch? Was fehlt noch? Oder was wäre schön, wenn es passiert? Ich wünsche mir, und das wünsche ich aber auch Ihnen und vielen Menschen, einfach noch mehr der Kraft des Augenblicks zu vertrauen. Ich ertappe mich natürlich immer wieder, dass ich Sorgen hochrechne, die nicht eintreffen. Und das ist das, was mich in der Mystik fasziniert. Das Wesentliche ist schon da. Gott lebt schon als tiefes Geheimnis. Da müssen wir nichts machen, sondern unsere Aufgabe wäre, in dieses Vertrauen hineinzugehen. Ich weiß, wie schwer das ist, aber es ist möglich, da mehr Präsenz zu sein, gegenwärtig zu sein, um dann aus dieser Gegenwart mitzuwirken an eine Welt, die gerechter und zärtlicher werden kann. Meine Erfahrung ist, dass man sowas wie Vertrauen, das klingt immer so, man hat es oder man hat es nicht, man hat das Urvertrauen oder ist es gebrochen worden oder so. Meine Erfahrung ist, das stimmt so nicht, dass man das üben kann. Man kann einfach Vertrauen üben. Ja. Wie Klavier spielen. Ich, mein Lebensweg erzählt auch von dieser Wirklichkeit. Ich habe wirklich wenig Urvertrauen mitbekommen und mein ganzer Weg ist eigentlich, immer mehr mich aus der Angst herauszuschälen oder die Angst, die lähmt, die Angst, die die Regie übernehmen will im Leben und immer mehr zu vertrauen, jetzt ist der wichtigste Moment in deinem Leben. Aber umso mehr man das entdeckt, dass es nichts Statisches ist, sondern etwas, was man üben kann und immer mehr entdecken kann, umso einfacher wird es, doch weil man das selber in der Hand hat. Ja. Weil man es selber anpacken kann, was man hat oder man hat es nicht, ja, dann muss man vor dem stehen bleiben und sagen, ja, schade, ich habe es nicht. Aber wenn man das selber üben kann, ist es doch toll. Mhm. Jedenfalls, es ist für mich so diese Spannung, nimm dein Leben in die Hand, wohl ahnend, dass es längst schon in den Händen Gottes gut aufgehoben ist. Und das ermöglicht mehr in der Präsenz zu sein. Und zugleich halt auch gut zu sein mit sich selbst, wenn da wieder Ängste sind, wenn ich mich wieder dünnhäutig gegenwärtig sein. Das heißt nicht immer gut drauf zu sein, das ist mir schon noch ganz wichtig, sondern gut mit sich zu sein, wenn ich mich heute auch dünnhäutig empfinde.
Nimm dein Leben in die Hand, wohl ahnend, dass Gott das schon lange gemacht hat. Pierre Sturz, diesen Satz haben Sie gerade gesagt. Und damit möchte ich gerne aufhören, Ihnen danken, dass Sie das hier eingebaut haben, dass Sie sich die Zeit und den Weg genommen haben, um nach hier zu kommen. Nimm dein Leben in die Hand, wohl ahnend, dass Gott das schon lange gemacht hat. Danke, dass Sie hier waren. Danke, dass Sie das gesagt haben. Danke, dass Sie zugehört haben. Und ich hoffe, davon bleibt was hängen. Nimm dein Leben in die Hand. Wohl an, dass Gott das schon lange gemacht hat. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Tschüss. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.